die Saison geht auch noch ein bisschen weiter für Linus Müller. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber jetzt gerade noch mal hier so dieser Zwiespalt zwischen Freude und dann irgendwie auch Enttäuschung. Was überwiegt denn jetzt bei Ihnen? Ich glaube, im Moment, jetzt gerade, wo man auch die Bilder noch mal gesehen hat, das ist schon noch die Enttäuschung. Aber ich denke, dass sich das mit der Zeit ein bisschen wandeln wird. Ich habe es jetzt gerade auch zum ersten Mal gesehen, weil ich es gestern noch nicht irgendwie übers Herz gebracht habe, mir das anzuschauen. Aber ich denke, es wird je nachdem mit der Zeit immer ein bisschen besser. Jetzt kann man ja auch eine Saison nicht unbedingt an einem Spiel bemessen. Immerhin, Sie sind Dritter geworden im Pokal, Vizemeister dann auch noch in Deutschland. Also muss man doch eigentlich unterm Strich sagen, war eine super Saison. Ja, gerade für mich. Ich bin jetzt das erste Jahr in Mannheim gewesen, komme ja ursprünglich aus Düsseldorf. Und es ist schon einfach viel, eine ganz andere Sache, also viel größer. Und für mich war es natürlich im Nachhinein trotzdem eine Riesensaison, gerade die erste europäische Medaille für die Vereinsgeschichte auch. Und im Nachhinein ist es schon eine super Saison gewesen und da können wir alle auch stolz drauf sein, denke ich. Starke Saison auch von Ihnen. Der Lohn kommt jetzt. Sie sind nominiert für die A-Nationalmannschaft. Wie geht's da weiter? Wann steht da möglicherweise schon das erste Spiel für Sie an? Ja, genau. Ich wurde jetzt vom Nationaltrainer in den 30er-Kader hochnominiert für die Hockey Pro League und bin jetzt fest für Antwerpen nominiert gegen Belgien. Die sind amtierender Weltmeister. Und freue mich da auch drauf und bin jetzt für die Spiele in Krefeld gegen Argentinien, für das Spiel, auf Abruf nominiert. Und mal schauen. Das ist natürlich was ganz anderes, dann auf einmal mit dem Bundesadler auf der Brust dann aufs Feld zu gehen. Was denken Sie da? Steigt da schon ein bisschen der Puls? Natürlich, also ich würde sagen, positive Anspannung. Ich freue mich drauf. Und ja, es ist bis jetzt noch nicht so eine Nervosität, aber ich freue mich einfach drauf und hab Bock. Jetzt sind Sie ein Jahr hier bei uns in der Region. Was machen Sie denn eigentlich, wenn Sie mal nicht Hockey spielen? Wenn ich nicht Hockey spiele, bin ich eigentlich ein ganz normaler Student. Also ich bin an der Uni Mannheim, studiere ich Unternehmensjura im zweiten Semester und mache, was so Studenten so machen. Lernen, ab und zu mal auch weggehen mit Freunden und genau. Das ist es eigentlich. Also man kann Sie überall treffen, auch abseits des Hockeyfelds. Genau. Linus Müller, schön, dass Sie bei uns waren und alles Gute auch weiterhin natürlich auch für Ihre Karriere, werden wir ein Auge drauf haben.